Ja, Politik kann auch etwas konkret erreichen. Ich stehe hier mit dem Bürgermeister von Lichtenberg, mit Michael Grunst und mit dem Fraktionsvorsitzenden in der Bezirksverordnetenversammlung, Norman Wolf. Hier in der Wartenberger Straße tut sich viel. Michael, was passiert hier? Hier passiert in den nächsten Jahren eine ganze Menge, aber jetzt wollen wir erstmal den Zirkus Capovazzi in den nächsten Jahren hier spielen lassen. Und das ist einfach schlicht fantastisch, weil Zirkuspädagogik mit Kindern, das ist das Beste, was Kindern passieren kann hier in Hohenschönhausen. Im Augenblick sehen wir noch nicht ganz so viel. Hier wird, glaube ich, bald ein Zelt aufgebaut. Ja, das Zelt wird in den nächsten Tagen aufgebaut und sobald die Pandemie es zulässt, wird hier auch Zirkus gespielt. Und da gehen wir zusammen hin? Da gehen wir zusammen hin, wobei ich glaube, die Kinder haben Vortritt. Das ist klar, wir stellen uns in die letzte Reihe. Norman, der Lockdown ist ja etwas, was viele Familien sehr belastet. Gerade Alleinerziehende oder Familien mit weniger Geld haben große Probleme, mit dieser Situation klarzukommen. Was kann die Lichtenberger Politik tun, um diese Familien zu unterstützen? In der Tat, die Kinder- und Jugendpolitik ist ein Herzensanliegen der Linken in Lichtenberg. Und deshalb freut es mich, dass wir auch diesen Zirkus hier an diese Stelle hinbekommen haben. Viele Kinder und Jugendliche haben unter der Pandemie besonders gelitten. Wir haben ja nicht nur hier was für Kinder getan und Jugendliche und Familien. Wir haben ganz in der Nähe eine Kinderplansche letztes Jahr eröffnet, auch auf Initiative unserer Fraktion. Das heißt, was wir hier in Lichtenberg und als Kommune leisten können, ist den Kindern, den Familien, den Jugendlichen eine gute Infrastruktur bereitzustellen, selbst wenn sie eben aus Verhältnissen kommen, die nicht so schön sind. Ja, und ich als Bundestagsabgeordnete kämpfe natürlich im Bundestag dafür, dass Kinder gut unterstützt werden. Wir als Linke wollen, dass endlich eine Kindergrundsicherung eingeführt wird. Das heißt, jedes Kind soll wirklich materiell abgesichert sein. Aktuell ist es ja so, dass viele Kinder zu Hause sitzen und das sogenannte Homeschooling bewältigen müssen. Und es gibt viele Kinder, die haben keinen vernünftigen Computer. Und darum ist es eine wichtige Forderung, jedes Kind mit einem sogenannten Endgerät auszustatten. Das heißt, einem Computer, einem Laptop, mit dem sie wirklich gut arbeiten können. Politik kann etwas erreichen, konkret hier in Lichtenberg. Demnächst werden wir mehr darüber berichten.